Kombi-Strategien. Ja, da habe ich vorgestern ein Video gemacht, das lade ich wahrscheinlich heute noch hoch. Das ist eine sehr interessante Geschichte und das ist auch etwas, wo ich zukünftig verstärkt, vielleicht sogar mit sehr starkem Fokus, auch meinen Kunden weitergeben werde. Das sind sogenannte Kombi-Strategien. Was meine ich damit? Interessante Geschichte. Vielleicht noch nicht ganz so einfach zu erzählen, aber ich nehme euch mal ganz kurz mit, weil ich bin nämlich gerade wirklich dabei, hier zu verdursten. Ich brauche unbedingt einen Latte Macchiato, bevor ich dann um 1 Uhr, wohlgemerkt heute Sonntag, und selbst am Sonntag, ja, mache ich Vorstellungsgespräche, weil die natürlich sehr, sehr notwendig sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr kräftezehrend, ja, also also zeitaufwendig und so weiter. Und ich habe auch gemerkt, dass man einfach sehr viel reinstecken muss, ähnlich wie in der Kundenakquise, ja, bevor man den richtigen Kandidaten gefunden hat, aber eigentlich fast Recruiting, ja, also Mitarbeitergewinnung, fast noch aufwendiger ist als wie Kundenakquise. Vielleicht kommt mir das so vor, weil ich jahrzehntelang Kundenakquise gemacht habe und Recruiting eben nur seit ein paar Jahren erst so richtig Fahrt aufgenommen hat, aber gut. Naja, was meine ich mit Kombi-Skills? Also Kombi-Skills zum Beispiel haben wir, na, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, gestern, ein gutes Beispiel, zum Beispiel gestern hatte ich hier eine Training-Session hier am Samstag, also quasi so eine Art Schnuppertag, eigentlich war es gar kein richtiger Schnuppertag, sondern eine Training-Session, wo ich letztendlich hier ein paar, ja, im Auswahlprozess erfolgreiche Praktikanten, Studenten und Junior und auch ein paar Senior hier eingeladen hatte. Und da war auch das Thema zum Beispiel Content Marketing versus bezahlte Werbeanzeigen. Man sieht es hier, glaube ich, ja, genau. Und Kombi-Strategien. Auch da wieder das Thema kombinierte Strategien. Ich hatte hier zum Beispiel eine Praktikantin oder angehende Praktikantin bei mir. Die war zum Beispiel vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel für Kombi-Strategien. Die ist in Brasilien aufgewachsen, aber hat dort eine internationale Schule besucht, hatte eine deutsche Englischlehrerin. Wenn sie Deutsch gesprochen hat, hatte sie leicht einen amerikanischen Akzent. Wenn sie amerikanisch gesprochen hat, hatte sie leicht einen deutschen Akzent. Sehr witzig. Aber die konnte zum Beispiel schon mal Portugiesisch und also 3 Sprachen fließend. Und jetzt macht sie dann noch ein Auslandssemester in Barcelona. Das heißt, Spanisch ist normalerweise für die Portugiesen ein Klacks. Das heißt, dann sind wir schon mal bei 4 Sprachen. Ja? Also, sie kommt schon, sie hat schon Erfahrung gesammelt im Online-Marketing bei anderen Agenturen, schon ein paar Praktika hinter sich. Gleichzeitig spricht sie 4 Sprachen fließend, nicht ganz unerhebliche Sprachen wie Spanisch, Portugiesisch, ja, Englisch und Deutsch und kann dann wahrscheinlich auch sehr schnell noch Französisch und Italienisch oder andere Sprachen lernen. Die Dame war gerade mal 21 Jahre alt. Also das ist halt einfach auch ein gutes Beispiel. Hier ist das Licht immer so richtig kacke, egal wie ich mich hinwende. Ja, so machen wir mal so. Ja, auch ein sehr gutes Beispiel für sogenannte Kombi-Strategien, ja, auch im Recruiting. Ja. Du hast halt Leute, die zum Beispiel von vornherein ein gewisses Skillset mitbringen, auf der einen Seite technisch, fachlich und so weiter, gewisses Background, gewisse Uni, studieren und so weiter, schon ein paar Praktikas haben, Berufserfahrung, je nachdem welches Level, aber gleichzeitig auch irgendwie von klein auf zweisprachig, dreisprachig aufgewachsen sind. Also zum Beispiel hier ein Geheimtipp, ja, diese ganzen Baccalaureat-Studien, diese ganzen internationalen, gibt es in manchen Städten mehr, manche weniger. Es gibt zum Beispiel in manchen Städten wie München oder auch Budapest und so weiter extrem viele davon, also wirklich viele, wo einfach Eltern, die zum Beispiel auch gemischt sind, aber generell vielleicht auch nicht mal Eltern, die gemischt sind, einfach die auf International Baccalaureat, das kannst du mal googeln, International Baccalaureat, und die einfach mal dort Leute suchst zum Einstellen. Ja, warum? Weil die halt einfach letztendlich zum Beispiel jetzt, okay, Mutter Deutsch, Vater Englisch. Na, dann ist die schon mal zweisprachig. Und auf dem International Baccalaureat ist zum Beispiel die Schulsprache, also die, sag mal, die Kernsprache, Französisch. Ja? Oder Spanisch oder sonst irgendwas. Und also dann ist schon so, ist, also von vornherein schon mal 3 Sprachen fließend, ja? Also von klein auf. Und das ist halt einfach etwas, wo, wenn du mal älter bist, und ich spreche aus eigener Erfahrung, ja, ich habe Französisch angefangen so richtig zu lernen, da war ich schon Anfang 20, ja, da geht es auch noch schnell, also so ab 28 wird es dann langsam mit den Sprachen schwieriger, ja, das hat was mit dem Gehirn zu tun und so weiter, ja, aber was du quasi von klein auf gelernt hast, ja, das holst du später nie wieder nach.
Und da kannst du auch sagen, durch diese kombinierten Skills, ja, es ist, auch das ist eine, sozusagen im Recruiting, sind es auch Kombi-Strategien, ja, also wo du quasi verschiedene Dinge miteinander kombinierst. Und dann kommen die zu mir und dann kombiniere ich die nochmal fachlich. Ja, dann sagen die, okay, ich habe jetzt hier irgendwo in Facebook ganz viel Erfahrung gesammelt. Okay, dann kombinieren wir das mal mit Google Ads oder mit LinkedIn oder mit Akquise und so weiter. Ne? Und da machst du eben dir, baust du eben Teams auf, und diese T-Shaped Teams, ne, wo du quasi vielleicht eine hast, eine Person, die in ein, zwei Bereichen sehr, sehr spezialisiert dann reingeht, aber gleichzeitig auch viele kombinierte Skills hat, die Person dann wiederum mit anderen Spezialisten sehr gut zusammenarbeiten kann, weil sie sich sehr gut verstehen, weil sie auch von den jeweiligen anderen Fächern, eben Fachbereichen und auch Sprachen teilweise, ja, sehr viel Ahnung haben. Du hast dann eventuell mal vielleicht, keine Ahnung, einen anderen Mitarbeiter, der kommt vielleicht irgendwie aus Spanien, ja, und dem sein Deutsch ist nicht so gut. Aber dann hast du jemanden da, der Deutsch fließen kann, Spanisch und Portugiesisch und Italienisch oder sonst irgendwas. Ja, und dann ist das auch alles sozusagen auch die Integration von, sagen wir mal, internationalen Mitarbeitern häufig, ja, nur noch ein Klacks, und die fühlen sich da sofort wohl und so weiter. Also es ist eine sehr interessante Sache, diese Kombi-Strategie. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, für mich individuell, was würde denn da passen, was gibt es denn da, schau mir gerne mal drauf, melde dich einfach bei uns bei klein-marketing.com. Hier unten findest du den Link wahrscheinlich direkt auch zur Strategie-Session. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen guten Latte Macchiato, weil ich habe jetzt gleich um 1 Uhr hier ein weiteres Interview, Zoom-Call. Freue ich mich ganz herzlich drauf, weil das ist nämlich eine Ukrainerin, ja, die hat also so ein spezielles Visa, da muss ich mir da auch keine Gedanken drüber machen. Die kann fließend Ukrainisch, fließend Russisch, fließend Deutsch, fließend Englisch, also sogar mit amerikanischem Akzent und allem Möglichen, also kein holprig, also schon mal 4 Sprachen und ist auch irgendwie so in den 20ern. Da ist auch noch viel Potenzial nach oben, und ja, da freue ich mich ganz herzlich drauf, auf dieses Interview. Also bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, und hol dir bei uns eine Session. Bis dahin, ciao.